beeindruckenden Auftakt erlebte die Messe Stuttgart an diesem Wochenende. Die motorsportbegeisterten Zuschauer kamen auf das Messegelände am Flughafen, um die Premiere des ersten Retro Race mitzuerleben. Auf rund 70.000 Quadratmeter hatten sich über zwei Tage alle versammelt, denen das Thema Rennsport ein Anliegen ist. Besonders die Schauläufer der historischen Rennfahrzeuge und Sammlerautos standen im Interesse des Publikums. Für die kleinen Motorsportfans war eigens eine Kartbahn und eine Bobbycarbahn für die Minis aufgebaut. Das vielfältige Familienangebot fand großen Anklang. Einer der Höhepunkte war auch der Lauf der internationalen Drift-Serie, IDS. Die Driftstrecke auf dem Stuttgarter Messegelände hatte alle Anforderungen in Bezug auf Präzision und Präsentationsmöglichkeiten übertroffen. Außergewöhnliche Rennwagen und berühmte Motorräder, die die goldenen Zeiten der Solitude-Rennen lebendig werden ließen, faszinierten. Der nächste Termin für Retro Race ist am 18. und 19. Juni 2015.